Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Stream Pokémon Rot. Wir fangen einfach mal ganz munter an. Warum das Ganze überhaupt? Weil ich Lust drauf habe. Yay! Begründet, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mit Abra gestartet, ein sehr schlechtes Zeichen. Eigentlich nicht. Tech-Tempo auf 3, wie sie es gehört, und jetzt starten wir einfach mal ein neues Spiel. Eigentlich mache ich es nur aus der Nostalgie wegen, weil ich total Lust drauf habe. Weil ich ein sehr, sehr tolles YouTube-Video dazu gesehen habe zu Pokémon der ersten Generation. Jetzt habe ich Lust drauf gekriegt. Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Pokémon! Ich kenne den Text natürlich. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-wunderbaren Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere machen Let's Plays damit oder streamen es, weil sie ein Let's Play machen wollen, aber keinen Platz dafür momentan haben. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe ein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon! Wie lautet dein Name? Jack! Wie mein Name in jedem Pokémon-Spiel fast. Doch, nee. Wenn ich nicht öffentlich spiele, also wenn ich, wenn es nie einer sehen wird, wenn ich mich anders und wenn, wenn ich gegen Online-Gegner zum Beispiel spielen möchte in dieser Edition, nenne ich mich so. Richtig, dein Name ist Fani. Was dann noch passt. Das ist mein Enkel. Von hier wollte er das nicht einander betrumpfen. Ja. Wie war doch gleich sein Name? Ich nenne einfach Blau. Warum nicht? Oder habe ich jetzt irgendeinen lustigen Namen auf Lager? Ja. Hab ich. Wenn's passt. Strike! Hamfred, stimmt, du hast Locken auf der Zunge. Vani, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Ein wertvoller Abenteuer. Wunder. Ich nenne ihn nicht Kevin. Und Geheimnis. Kurz gesagt, ein Traum wird. Ach du Heilige. Mir geht gerade einer ab, Ach Gott, wie lange hab ich das schon? Übrigens, was mir gerade anfällt. Das. Gut, ihr könnt jederzeit Fairy Tail genießen, aber es muss nicht ständig dran stehen. Item aufnehmen. Was möchte ich mitnehmen? Den Trank natürlich. Der Trank, wie es sich gehört. Der Trank der Götter! Hi. Richtig, Mutter. Ich wollte gerade den Namen vorlesen. Mutter, richtig. Irgendwann gehen alle Junge fort, um ein Abenteuer zu erleben. Was Eich von dem Mann hat nach dir gefragt. Ich kann mich jetzt hier noch ein paar Glitches auslösen, zum Beispiel mit dieser Dame hier. Geht nämlich. Ich kann mich jetzt einfach dahinstellen und ins hohe Gras locken und es wird ziemlich lustige Effekte haben. Aber das mache ich nicht. Aber ich mache ganz kurz was anderes. Nee, Sekunden. Ich bin professionell. Seht ihr doch schon. Ja, ich muss irgendwie nebenbei sehen haben, dass ich noch live bin, weil ich habe da so ganz böse Erfahrungen. Warte! Geh nicht raus! Halt! Stopp! Da draußen ist es gefährlich! Dangerous! Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst ein eigenes Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Fun Effekt, wenn ich ein YouTube-Video hochlade, egal welchen Tag ich reinschreibe, ich bekomme immer das empfohlene Tag Kevin. Warum auch immer. Ober, ich will nicht länger warten. Oh, ich weiß, wie ich ihn synchronisiere. Ich muss es nur merken. Hamfred, lass mich noch denken. Ach richtig, er soll ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Vani. Dort liegen drei Pokémon.
Sie befinden sich in den Pokebällen. Oder soll das erst so, haha, da liegen drei Pokémon sein. Ach, in meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich noch reich bin, habe ich noch drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Ich habe ein wenig Geduld, Humphrey. Auch du sollst eines bekommen. Oh Gott. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ja, Klumanda, die Eckchen. Möchtest du Klumanda, das Feuer-Pokémon? Ich glaube, da liegt Chigi. Richtig, da liegt Chigi. Und da liegt Bisasam. Ah, die schwerste Entscheidung. Was nehme ich von den dreien? Jetzt muss ich gut überlegen. Währenddessen sing ich die Musik mit. Ja, ich sing sie mit. Die Musik sing ich mit. Ich sing die Musik fleißig mit. Ich sing die Musik. Das ist der Beat der Pokémon Generation 1. Ich nehm Shiggy. Nach der Geburt bildet sich auf dem Rücken von Shiggy ein Panzer. Es hat erkennt mit Sprühschaum. Möchtest du Shiggy, das Wasser-Pokémon? Ja. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Möchtest du Shiggy einen Spitznamen geben? Ja, Kevin. Nein. Jede Schildkröte, die bei mir in einem Playfu genommen wird, heißt Truddy. Warum? Keine Ahnung. Ja, doch, ich weiß. Oh, ich nehme dieses hier. Humphrey, halt dieser Sam. Er kommt so selten vor, dass ich jetzt diese Stimme für ihn benutze. Nicht gut. Warte, Manni. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Guardium Leviosa. Ah, die Nostalgie. Allein dieses Battle-Themes. Deswegen freue ich mich schon, wenn irgendwann mal ein Remake der ersten Generation rauskommt. Außer Feuerrot. Und Blattgrün. Ist zwar schön, aber ich hätte gerne eins im aktuellen Generation 6 Artstyle. Einfach, weil ich schon sehr von Omega Rubin begeistert bin. Allein wegen der Musik schon. Awesome, wie sie jetzt klingt. Das ist faszinierend. Tackle Battle! Nein, meine Attacke ging daneben, ich habe verloren. Ich habe verloren. I lost. Aber ich könnte jetzt ein paar Glitches ausnutzen, damit wir das Spiel sehr, sehr einfach werden. Es gibt einen Glitch. Mit dem kann man sich so ziemlich jedes Pokémon, was existiert auf dieser Welt. Ein Volltreffer, das hat meine Nicht-Treffer ziemlich gut ausgeglichen. Was unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Okay, okay. Ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Mani. Opa. Wir sehen uns später. Gott sei Dank kommt er so selten vor, dass ich die Stimme nicht ewig machen muss. Denn sie geht mir tierisch auf die Stimme. Mani, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Danke. Zwei Daumen nach oben. Ja. Dieser Glitch existiert. Ich weiß ungefähr, wie er funktioniert. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht ausprobieren. Vielleicht, gut, vielleicht probiere ich es doch aus, aber es könnte eine Weile dauern. Das Setup ist ziemlich kompliziert. Ein Taubsi! Ich muss es haben. Bestimmt, dass er das jetzt shiny.
Ah, da kann ich auch einen Trick. Ist auch ein Glitch. Gibt es, glaube ich, mit Pokémon Gelb eine 100% Chance, ein Shiny Ditto zu kriegen. Ich weiß nur nicht mehr, wie er funktioniert. Ich habe als Kind rausgefunden, das heißt was. Und wir müssen die Pokémon tauschen können und das kann ich an. Gut, es geht über Emulatoren, aber. Ist es mir der Aufwand wert? Nein. Ey, kommst du aus Alabastia? Quasi. Wo ist er? Ich schick dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Pornos. Holst du das Paket für ihn ab? Ich erhalte Eispaket. Was weiß ich, auf was Professor Eich steht? Was soll ich das wissen? Ich kann es ausprobieren, aber dafür müsste ich mit Safe States arbeiten. Damit ich quasi diesen Glitch auslöse. Im Grunde, was es macht, ist, es nimmt quasi das letzte Pokémon, das wir bekämpft haben, und übernimmt einen seiner Werte. Und durch diesen Wert bekommen wir dann ein zufälliges Pokémon zugeschoben. Wenn wir noch seine Statuswerte ein bisschen bearbeiten, ist dieses Pokémon Level 1. Da es in der ersten Generation aber unmöglich ist, ein Level 1 Pokémon zu fangen, wird es das Spiel fast automatisch auf Level 100 aufleveln. Man kriegt also quasi einfach Level 100 Pokémon geschenkt. Wenn man es richtig macht. Hallo, Manni! Wie geht es deinen Pokémon? Wieso habe ich eine andere Stimme? Ist mir egal. Er scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein, ja. Natürlich. Hast du etwas für mich? Ja, das Paket übergebe ich dir. Oh, auf diese Spezial-Pokebälle? Warte ich schon lange. Vielen Dank. Oh, warum hast du mich hierher bestellt? Hast du mein Paket? Nein, verpiss dich! Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er umfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Was ist ein Lexikon? Ich habe keine Ahnung. Anni, Hanfred, diese beiden sind für euch. Ist uns auch ein lustiger Glitch. Hätte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt ein zweites Pokémon, würde das Spiel denken, ich hätte den Pokédex schon und es wird hier nicht weitergehen. Ich habe aber keine Lust, mich hier jetzt 13 Stunden hinzuhocken und mein Shiki auf Stufe 16 zu grinden. Was ist da? Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin schon zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Ich sterbe. Oh nein! Also, bitte euch meinen Traum zu verwirklichen. Auf den Weg, Jungs! Also einer der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, alles klar, Opa. Überlass das ruhig mir. Vani, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Oh, ich schreibe von meiner Schwester eine Karte. Arr. Und sie sollte keine geben. Arschloch. Ey, auf so und so, ey, deine Mutter hat die schon. Yeah! Also, es soll mir keine Karte geben, ja? Oh, hatte ich so einen Bodengang gebeten? Hier, das wird dir helfen. Ich erhebe meinen Mittelfinger zum Gruß. Ich wird mir keine Karte geben. Fuck the system. Er will das Taubsi. Ich mache jetzt was Lustiges. Das war lustig. Oh. Noch ein wildes Taubsi. Ich mache noch was Lustiges.